ist. Was denn? Auf der anderen Seite. So, jetzt müsste alles wieder normal sein hier. Das hier ist auch geil, so ein Teil. Sieht zumindest geil aus. Kostet auch nur 500 Euro. Holy shit. Zum Kleinschneiden. Ja, wie zum... Ach, du machst das hier rein? Du machst dann den Aufsatz drauf, den du willst. Und dann schnibbelt er. Seht, könnt ihr das sehen? Der ist doch ganz hübsch, oder? Der ist schön bunt. Aber Biffi, Heißluftfritteuse, du kannst doch auch einen Ofen. So ein Ding finde ich geil, aber ich weiß nicht, ob man dafür Geld ausgeben muss. Ne? Für was? Naja, also, dass ihr dir mal eben Zucchini in Dings schneidet, in Nudeln schneidet und alles Mögliche klein macht, ist natürlich schon geil. Ne? Ich hätte gerne einen Reiskocher. Reiskocher. Gibt's hier Reiskocher? Du hast doch Töpfe. Ja, aber du kannst in den... Ach. Also, der Unterschied zwischen einem Reiskocher und einem Topf, Chat. Was ist das denn hier? Die Waage, warum stehen die denn aufrecht? Du musst doch das so gelegt, die dann hin, ne? Reiskocher. Naja, du kannst halt, du kippst den Reis einfach in diesen Reiskocher rein und du musst ja auf den Topf achten, du musst ja auf alles Mögliche achten und so, das musst du ja da nicht. Na, dann kannst du dir da, weißt genau, wann das Ding fertig ist. Du kannst hier verschiedene Reissorten kaufen und so. Aber anscheinend gibt es beim Mediamarkt alles außer Reiskocher. Viele Sachen, die überflüssig sind heutzutage. Ne? So, und das sind alles diese komischen Heißluftdinger, glaube ich. Ne? So, Opti-Grill. Reiskocher. Wir brauchen einen Reiskocher. Da. Ein Reiskocher. Okay. Russell Hobbs, irgendwie macht mich das Ding an. Der Russell Hobbs Reiskocher. Aber dieser ist ein bisschen kleiner, oder? Ja, der kostet irgendwie 5 Euro weniger und ist kleiner. Und das da? Russell Hobbs ist eine gute Firma. Ist das so? Ich glaube ja. Hast du gehört, oder was? Der echte Rommelsbarre. In einer meiner ersten kleinen Wohnungen in Münster hatte ich damals noch den Vorfahren vom echten Rommelsbarre. Damals noch mit 2 Platten. Bei mir auf dem Klo stehen, weil ich nur ein kleines Klo hatte in der Küche. Ich würde mich vielleicht auch eher für den Russell Hobbs stellen. Aber ich finde, was mir fehlt, so eine Kurbel an den Geräten. Du hast ja früher immer, du hast das jetzt alles so lecker. Wenn du die Kurbel hattest, dann konntest du immer deine ganzen Aggressionen wegkurbeln. Was für eine Kurbel? Na, so ein Drehding. Wofür? Zum Aggressionen weg. Mama, das ist ein Reiskocher. Man tut da Wasser rein und Reis rein und dann macht er den Reis gar. Und dann machst du dir eine Bowl oder 2. Ich überlege, wenn bei mir... So, die Frage ist, gibt es den auch in klein? Warum? Hier. Warum in klein? Ich kann noch kleine Mengen rein tun. Das ist er. So, dann müssen wir nur Reis kaufen dazu noch, ne? Du kannst jeden Reis damit kochen. Gibt's doch nicht extra Reis für Reiskocher.
Das wäre ja noch. Ich habe doch auch nur gesagt, da müssen wir Reis kaufen, oder? Ja. Ich habe doch nicht gesagt, da müssen wir Reiskocher Reis kaufen. Wir, aber was mag die Reis kaufen? Habe ich gesagt, wir müssen Reis kaufen? Oder was habe ich gesagt? Ja, aber es gibt ja keine von den Plätzen. Ja, aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Jetzt habt ihr das mal live mitbekommen. Ich habe gar nichts gesagt. Aggressionsabbau, ja, ich weiß nicht, ich verstehe die Kurbel immer noch nicht. Das mit der Kurbel verstehe ich immer noch nicht. Aber ich kaufe mir jetzt Reiskocher. Ich möchte mir nämlich Bowls machen. Du musst es ja tragen. Nimm du doch. Ja. Aber ich kann da nicht lesen immer. Ich fühle mich heute noch nicht so. Ich nehme einfach beides. Bin nämlich schon groß. Das ist ein Opti-Grill. Mhm. Was machst du so mit dem Opti-Grill? Im Moment nicht viel, weil der so unglücklich steht, ich muss den immer rausholen. Ich muss da was verändern. Ich glaube auch, so ein Grill braucht kein Mensch. Du hast ja eine Pfanne. Aber mit einer Pfanne brauche ich Fett. Hier brauche ich das nicht. Das stimmt. Es sei denn, du nimmst eine beschichtete Pfanne. Ja, aber ich finde halt auch die Grill. Der Grill ist geil. Ich bräuchte viele Kurbeln. Na, ihr wisst doch, was ich meine. Kojak, was kaufe ich denn für Reis gleich? Hier. Also eine Kurbel. Es gab doch mal... Wenn du genau so läufst, dass du hinter dem Karton bist, sieht dich halt auch keiner eigentlich. Ne? So, aber hat es auch nicht anders. Tschüss. Reiskocher braucht auch kein Mensch. Naja, doch. Ne? Wenn ich da einfach immer reinkippen kann und mich nicht die ganze Zeit drum kümmern muss... Ne, beim Grillen muss ich mich drum kümmern. Wenn ich da einfach Reis mache und der ist da drin und ist fertig und ich nehme das raus, wenn ich das brauche, ist das großartig. Ne? Und einfacher. Und mache nicht so viel Stress. Also das ist ja was anderes. Das mache ich irgendwie 2 Tüten und fertig und so. Vielen Dank. Lieber Cheater, ne? Nichts für ungut, aber einfach so Sachen schreiben sind einfach kacke. Olli, der Bettler. Mama hat jetzt auch verstanden, dass es hier zur Gasse geht. Nächster Kunde, bitte Kasse 5. Das bist du? Nee. Da ist doch noch jemand. Was ist denn hier? Aber Kasse 4 steht hier doch. Daneben ist Kasse 5, neben Kasse 4. Und da ist jetzt jemand hingegangen. Hast du gelesen mit dem entnehmbaren Topf? Ich habe mich da echt geärgert, will nicht nerven, verstehe ich nicht. Mhm. Habe auch einen Reiskocher für den Super, man kann damit auch andere Sachen machen. Als mein Ofen kaputt war, habe ich Pizzabrötchen im Reiskocher gemacht. Hast du auch Kartoffeln da drin gekocht? Kartoffeln? Pizzabrötchen im Reiskocher? Man kann die auch wieder zurückbringen. Kann man auch. Idesan, das verstehe ich. Was möchtest du uns damit sagen mit dem Topf? Es stehen noch 2 Leute dran. Wir geben denen nur so weit wegstehen, ja, wegen Privatsphäre und so. Krass, ne? Hi. So, einmal Reiskocher, bitte. Haben Sie eure Kundenkarte von uns? Nein. 34,99. Aber hast du Dankeschön. Alles klar. Ein schönes Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Nächster Kunde. Tschüss. Bitte Kasse 5. Ich hatte einen ohne entnehmbaren Topf, der war richtig kacke zu reinigen. Ja, aber der ist doch mit entnehmbarem Topf, oder? Ja. Und jetzt müssen wir uns noch was für Reis kaufen? Basmati-Reis. Basmati-Reis.
Der heilige Buddha würde sich im Grabe umdrehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder, Malitz? Was passt hier nicht? So, wir gehen jetzt, wir bringen eben den Scheiß ins Auto. Es fängt hier richtig an zu regnen. Das ist auch richtig schön. Und dann wolltest du zu Lidl? Na, wolltest du zu Lidl eben? Ja, aber wir sind ja da. Ich meine, was wolltest du denn kaufen? Du hast doch vorhin gesagt, du fandest Lidl so geil und möchtest da unbedingt hin. Warum fragst du mich jetzt, warum du da hin sollst? Du musst doch wissen, warum du da hin wolltest. Ich liebe meine Mutter, ne? Schmeißen sie rein. Soll der jetzt rein? Möchtest du jetzt zu Lidl rein oder nicht? Ja. Nein, wir müssen. Pass auf, du musst ja nicht. Aber du hast vorhin gesagt, boah, wir müssen unbedingt zum Lidl. Ich hab nur gefragt, ob das der neue Lidl ist. Wir kaufen jetzt Reis beim Lidl. Wird ja wohl Reis geben beim Lidl, ne? Was machen? Sonst fahren wir zum Chinamann. Lidl hat auch Reis im Kilobeutel. Genau das. Jasminreis? Habe ich noch nie gehört. Nein, der ist nicht gut. Ich will Basmati-Reis oder Sushi-Reis oder beides. Sushi-Reis ist nicht gut, da brauchst du Essig zu. Ja und? Und ich habe keinen oder was? Nein, du brauchst Reisessig dazu. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich weiß nicht, warum. Nee, ich glaube, der Lidl sieht einfach nur genauso aus. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr diese Dinger haben. Das verstehe ich nicht, dass man das nicht mehr tragen kann. Ach, der Buddha-Witz. Es ist nur so schwierig irgendwie, ne? Man kann halt manchmal nicht einordnen, worüber ihr gerade sprecht. Ne? Wenn, um das mal zu erklären. Für euch, ihr sagt vielleicht manche Sachen lustig, die kommen aber nicht lustig an. Andersrum, manche Sachen sollen gar nicht lustig gemeint sein, kommen aber lustig rüber. Ne? Deswegen gibt es die Zeichen dazu. Plus, plus, wenn ihr euch auf was bezieht und das ist eine Minute später oder so, dann wissen wir ja nicht worauf, weil man ja noch was anderes sagt zwischendurch und so. Ne? Das ist es halt. Und der Lidl sieht Hage ist genauso gestrukturiert wie der andere übrigens. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man keine Körbe mehr hat. Dann muss man immer so ein Ding nehmen oder was? Das sagt mir schon, ich habe eigentlich keinen Bock auf Lidl. Das suggeriert mir schon, ich habe keinen Bock auf Lidl, weil ich nicht einfach mir irgendwas nehmen kann, mal eben zwischendurch. Reis und frisches Gemüse oder so, Hühnchenfleisch oder sowas. Damit du mehr einkaufst wie nötig, ja, dann kaufe ich hier auf jeden Fall nicht ein. Also ich gehe gleich rüber, Penny oder so. Ach genau, oder wir fahren zum Aldi, da können wir auch einen Salat kaufen. Ja. Ja, komm, dann hau weg, das Ding. Und lass uns gehen. Der Lidl ist toll. Aber das ist halt total nervig, ne? Und wenn wir in einem Land leben, in dem wir den Luxus haben, dass wir uns aussuchen können, wo wir einkaufen gehen, dann machen wir das halt auch, ne? Ups. Dann machen wir das auch. Jetzt kommen wir hier nicht raus. So, keine Sorge, wir wollen nicht vordringeln, wir wollen einfach nur raus. Einfach vorbeilassen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Also, das war nichts. Lidl ist... Also, das ist cool, aber ich dachte, das war gestern... Also, der ist cool, aber dann kann man besser irgendwo hingehen, wo man entspannt eben Korb nehmen kann. Und wir bei Aldi. Aldi hat halt auch diesen supergeilen Salat, ne? Von dem ich nicht wusste. Hosch, moin! Von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Diesen oberpornösen Tzatziki-Krautsalat. Obergeil. Aldi Nord hat auch nicht überall Körbe. Also der bei uns hat auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm. Ne? Wenn ich entspannt drauf wäre und noch eine Hand frei hätte, dann kann ich das auch machen. Aber so habe ich keine Hand frei. Das heißt, da kann ich nicht. Ne? Das geht halt einfach nicht. Ne? Dann muss ich halt irgendwie woanders hin. Ich glaube, Aldi hat auch was Marti-Reis. Ja, irgendwo kriegen wir jetzt Reis her. Und Gemüse, bisschen Hühnchenfleisch und so. Und dann mache ich mir selber ein paar Bowls einfach. Am Barmler haben sie umgebaut. Was ist denn der Barmler? Was ist der Barmler? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gehört. Leute, was ist der Barmler? Also, was ist jetzt los? Wenn der Stream jetzt schon wieder ausgegangen ist, nur weil ich... Also, da muss man an der Einstellung hier irgendwas machen am Handy. Es kann schon nicht sein, dass der Stream jedes Mal ausgeht, wenn ich das Ding ans Akku anschließe. Barmler Park in Altenessen, kenne ich nicht, noch nie gehört. Barmler Park. Gojek, vielen Dank. Barmler Straße. Vielleicht ist da, ich weiß es nicht. Wir wollten nach so einer Uhr für dich gucken. Für dich? Für mich nicht, ich kann auch so. Da sagt der Typ voll, da sagt der Arzt, die hat meine Ma heute, wenn sie 7000 Schritte am Tag laufen, dann ist das alles super. Dann sage ich, dann guck dir so eine Uhr, dann du läufst doch mit Sicherheit 7000 Schritte. Wir wollten dir doch eine Uhr kaufen. Sag ich, nein, wir wollten mir keine Uhr kaufen. Doch, wir wollten dir eine Uhr kaufen. Keine Ahnung, warum wir jetzt mir eine Uhr kaufen wollen. Na, für dass du telefonieren kannst unterwegs auch und so und in die Uhr sprechen kannst. Schritte finde ich ein bisschen wenig. 7 Kilometer soll ich laufen. Ja, aber sind das 7000 Schritte, oder? Sind das 7 im Leben nicht? Dann sind es vielleicht 8. Handy kann auch Schritte zählen, ja. Ja, es zählt ja auch. Hat meine Mama auch gesagt, aber... Hallo WLFE, was macht das Auge und das Wertebefinden? Orschen, es geht heute etwas besser. Gestern ging es nicht gut. Aber das wäre normal, wurde ich gestern wieder mal belehrt. Und ich wurde belehrt, dass würde ich mir die Spritze nicht geben lassen, hätte ich jetzt vielleicht noch 4-5% Sehkraft und so habe ich 23. Auf dem einen Auge? Ja. Naja, dann ist, das glaubt man halt, ne? Warum haben wir denn Ärzte? Dann glauben wir denen mal und dann freuen wir uns, dass es so ist, oder? Oder? Chaos-Prophetin, hallo! In die Uhr sprechen, dann kommt. Ich brauche keine. Das Auto, Olli, also der neue. Das brauche ich nicht. Das ist alles Fällefanz. Aber wenn du das genau wissen musst und das mit dem Handy nicht hinkriegst, dann ich habe doch diese. Ja, aber dann guck doch einfach mal nach, wie viele Schritte du machst, wenn du das kannst. Ja, das wenn du das kann nicht ich. Kannst, dann kaufen da wir. Da sind sie doch. Und wie viel machst du pro Tag? Wie viel hast du die letzten Tage so gemacht? Ja, gestern nicht. Gestern habe ich ja flach gelegen und vorgestern auch. Heute habe ich 3906. Das sind 2,2 Kilometer. Und davor die Tage? 8296. Das sind auch 2,2 Kilometer. Finde den Fehler. 3,32 Kilometer. Und davor 4000. Das sind 1, das stimmt doch irgendwas nicht. Ach. Elat, 4049 Schritte.
habe aber nur 1,62 Kilometer gelaufen. Da kann doch was nicht richtig sein. Und lauf 8000. Doch, ich habe ja da das Doppelte gelaufen. Du bist halt rückwärts gelaufen. Ich bin am 25. Juli 11.139 Schritte gelaufen. Und dann 13.873. Der LFE kann bald barfuß Funken schlagen. Und am 22. Juli bin ich 19.658 Schritte gelaufen. Das waren 7 Kilometer. Also ja, da das kann nicht stimmen. Kann nicht stimmen? Das kann nicht stimmen. 20.000 Schritte sind doch mehr als wie viel? 7 Kilometer. 7,86 Kilometer. Dann würdest du ja trippeln oder so. Dann ein Schritt, den du machst, sind ungefähr 80 Zentimeter, würde ich sagen. Ich mach doch nicht riesen Schritte. Ich laufe doch nicht meterbreite Wege. Ah, was glaubst du denn? Was? Das ist ein Meter. Ich laufe doch höchstens so. Tak, 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 tak. Hallo Luke, wie geht es dir nach deinen freien Tagen? Also ich würde sagen, höchstens 2 Schritte sind 1 Meter. Das heißt, wenn du 20.000 Schritte machst, hast du 10 Kilometer. John Wick, es ist Spitzenwetter hier. Ganz stark. Essen wird unterspült, wir werden gleich im Nichts verschwinden und hinabsinken zum Mittelpunkt der Erde. Ape-Man, moin, hier auch. Also ich bin der Meinung, dass ich höchstens einen Schrittweite 50 Zentimeter finde ich schon viel. Ich meine, ich trippel nicht wie eine Geisha, aber... Aber... Trippfisch, hallo? Moinsen! Noch etwas müde? Am Morgen dein Frühstück, circa 4 Uhr. Wow, das ist immer ekelhaft. Also 4 Uhr finde ich immer, ist eine unangenehme Zeit. Ich finde entweder 3 Uhr oder 5 Uhr besser. Ich persönlich. Alle saufen gerade ab, selbst wacken. Ja, wacken. Selbst wacken, gerade wacken. Weil die haben ja noch nicht mal was drunter. Wir haben wenigstens noch Metall unten drunter durch diese Streben da, durch den Bergbau. Aber die haben ja nichts. Die versinken ja gleich in der Nordsee. Nee, was ist denn da? Wacken ist doch im Norden. Irgendein Weiher wird das schon sein. Chester, ca. 50 cm pro Schritt, da bist du bei 14.000 Schritte für 7 Kilometer, ja. Edmund, es geht heute besser mit dem Auge. Das Brennen ist weg und ich kann gucken. Manchmal strengt es noch an, aber das ist normal nach diesen 2 Tagen. Und ich wurde gestern belehrt, dass das so ist. Übrigens glaube ich, dass die beim Big Mac einfach nur... Das Brot ist nicht mehr so trocken. Also ich fand die nicht dolle. Und die haben einfach das Brot weniger gemacht und nicht mehr so trocken. Das ist alles. Deswegen kommt er das sofort, wäre mehr Soße. Aber er ist genauso lecker wie vorher auch, der Big Mac. Also ich habe ja diesen Big Mac auch probiert. Ich fand nicht, dass da so viel Soße drauf war. Von Tonnen an Soße drauf? Bei mir nicht. Nein, natürlich nicht. Nur bei dir nicht. Alle sagen, wie geil, da ist so richtig viel. Und es ist halt, ich weiß auch nicht, ob mehr Soße drauf ist oder ob das Brot einfach kleiner ist. Aber nur bei meiner Mutter haben sie die Soße vergessen natürlich. Ja, würde ich mal so sagen. Natürlich. Da war ja nur auf einem von diesen Dingern Soße drauf. Ja, bei mir war 3-mal Soße drauf. Bei mir nicht. Das hast du ja schon gesehen, wie das da verrutscht war.
Da war ein bisschen Salat. Aus Cheetah wurde nun Chester, das Namen Bingo der Elfe hat wieder begonnen. Also Cheetah Paul hat aber recht. Dann ist ja die Hälfte. Also wenn du 21.000 Schritte gegangen bist, dann bist du 10 Kilometer gegangen. Und nicht, wie der Stand gerade 7. Hoschen, du hast recht. Ich habe extra groß gemacht. Aber ich sehe das jetzt hier. Was denn? Ich habe Chester gesagt statt Cheetah. Chester, Cheetah, also du weißt, was das heißt. Wenn dir die Ehre zuteil wird, dass meine Mutter dir einen Namen gibt, dann musst du dich umbenennen, mein Lieber. Ja, es war auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, also wir fahren jetzt zum Aldi, ne? Ja. Geil. Laldi. Ja, ich zeige euch das hier übrigens, weil das dieses wundervolle Wetter ist, was wir hier haben. Ist das nicht schön? Aber ich glaube, die halbe Welt ist im Regen. Da ist schon wieder Polizei. Und sogar wieder mit Blaulicht. Was ist denn hier nur los im Moment? Na, das ist, weil die Leute nicht wissen sollen, was sie machen. Die sind ja nur noch vom Regen umzingelt. Das kann nicht jeder mit umgehen. Was? Was? Fühlt ihr Chester euch auch Braut, doch. Vom Regen umzingelt? Dann ruft die Polizei. Jetzt. Ist da die Polizei? Ich bin vom Regen umzingelt. Elfe hat gesagt, wir sollen euch anrufen. Wer ist die Elfe? Leute fühlen sich vom Regen umzingelt und rufen deswegen die Polizei, die leise ist, damit man sie nicht bemerkt. Was? Das elfische Gesetz besagt, dass wenn man sich nach der Krönung nicht umbenennt, wächst einem die Hand aus dem Ärmel. Richtig. Das stimmt, aber ich habe nichts an dem Satz gerade verstanden. Ja, du musst ja auch nicht alles verstehen. Habt ihr das zu Hause verstanden? Das ist das Wichtigste, Leute. Wenn ihr das zu Hause verstanden habt, dann ist das das Wichtigste. Geil. Wie die Elfe, der Tornado aus Essen. Lupia. Gibt es irgendeine Prognose, wann es aufhört zu regnen eigentlich? Weiß ich nicht. Vielleicht nächsten Monat. Vielleicht zum September, weil der Herbst anfängt. In Holland ist das Wetter leider auch nicht viel besser. Ach, mir tut das irgendwo schon ein bisschen leid für Engel. Jetzt haben zumindest hier in Nordrhein-Westfalen die Kinder ihre letzte Ferienwoche und müssen das bei so einem Plätterwetter erleben. Aber die bayerischen Kinder. Es hört im Dezember auf zu regnen, dann schneit es. Den finde ich geil. Sipperlo. Aufhören. Da gibt es wieder Sonne und 18 Grad. Grüße aus Stuttgart. Na, ihr habt ja jetzt auch gerade erst Ferien gekriegt und jetzt müsst ihr euch mit diesem Plötterwetter abgeben. Ach Leute. Ich möchte gerne wissen, ob morgen da in Australien ist kein Regen, da ist Sonne, ne? Wo die spielen. In Australien ist im Moment Winter eigentlich. Oder Winter. Wenn hier Sommer ist, ist da Winter. Ja. Also zumindest ist hier, aber die haben, wenn hier Sommer ist, ist in Südafrika Winter. Aber die haben nicht so viel Schnee, wie wir es jetzt hätten. Oder so. Aber da hat gestern eine, ich weiß jetzt nicht, marokkanische, also jedenfalls eine mehr aus dem arabischen Bereich, Fußball gespielt, in ihrer Mannschaft mitgespielt, ja. Und die hatte so eine Chichab auf dem Kopf und durfte das aufhaben. Und was ist dabei?
Ja, weil die ja normalerweise nicht mit so Kopfbedeckungen spielen dürfen. Dürfen sie nicht? Eigentlich nicht. Wo steht das? Im Fußballgesetz. Das Fußballgesetz? Ja. Wie lautet denn der erste Paragraph? Da du ja anscheinend einen Unterparagraphen kennst, wie lautet denn der erste Paragraph des Fußballgesetzes? Paragraph 1, du spielst ohne Kopfbedeckung. Das ist das Wichtigste im Fußball. Als sie sich 1890 hingesetzt haben, Paragraph 1, du spielst ohne Kopfbedeckung. Also hat meine Mutter wieder irgendwas gelesen, was wahrscheinlich gemacht ist. Die hat da sind sogar welche. Ich möchte sagen, ich finde das toll, dass man seinen Glauben dadurch ausdrücken kann und dass man damit spielen kann und möchte damit sagen, ne, da ist nichts dabei. Also ich finde das völlig in Ordnung. Wenn jemand mit Kopfbedeckung spielen will, soll er mit Kopfbedeckung spielen. Ja, aber zum Beispiel... Nee, nix aber. Doch, aber. Du kannst ja so unter diesen Chit-Chaps da, oder wie die heißen, du kannst ja da irgendwo ein Funkgerät an deinem Kopf anmachen und du kriegst von deinem... Ich meine das gerade einmal ernst. Ich finde das völlig in Ordnung. Also wenn man so ein Tuch tragen muss oder möchte, dann kann man das gerne tun. Und nein, Religion hat im Sport nichts zu suchen. Eben. Aber das stört doch auch nicht, oder? Muss man dann irgendwie da so einen Aufstand machen? Und deswegen aber haben die wohl. Finde ich da, ach so, da haben Leute einen Aufstand gemacht. Ja. Wer? Die... So ältere Damen? Über 60? Die sich über sowas aufregen? Erzähl, warum haben sie sich aufgeregt? Weil man ein Funkgerät in ein Kopftuch einbauen kann, oder was? Das habe ich mir gerade überlegt. Ja, warum haben sie sich dann aufgeregt? Weil sich das anscheinend nicht gehört oder weil man das eben nicht darf laut den Fußballregeln. Ich habe es nur noch nicht gemacht. Wenn man das nicht darf laut den Fußballregeln, dann ist das natürlich wieder, dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir gestern waren, ne? Regeln sind Regeln und so. Ja. Aber ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Solange die Kopfbedeckung nicht 3 Meter hoch ist und man dadurch ein Tor schießen kann, ist das schon wieder was anderes. So, ich werde euch jetzt hier stecken lassen. Werde euch bitten, auf das Auto aufzupassen. Und wir rennen mal eben kurz hier durch. Was sind das für komische Geräusche? Betet doch auf dem Feld. Ja, wie gesagt, ne? Also, ich mache euch mal ein bisschen Musik an. Für den Hintergrund. Geht anscheinend nicht. Das finde ich schon wieder doof. Aber egal, wir beeilen uns auch. Ich habe nur keinen Bock. Das schon wieder da rein, dann geht der Stream wieder aus. Und ihr passt aufs Auto auf. Hier, singt selber. Warte mal, ich kann euch ja hier Musik anmachen, ne? Ich nehme mal den mit. Tschüss, bis gleich.
Nun ist der Reiskocher alleine. Er tut mir leid.
Guten Tag. Herzlich willkommen zurück. Das ist beschissen an diesem Wetter, ist wirklich. Sobald die Sonne rauskommt und knallt, ist das so widerlich. Von wegen Luftfeuchtigkeit. Boah. Eklig ist das ja. Ach Mensch. Huch, da bleib ich auch noch mal im Schuh fängen. Ich habe Tiefkühl gekauft. Tiefkühlgemüse. Mal gucken, ob ich euch lesen kann. Ich hatte meine Brille. Wahrscheinlich habe ich die hier. Es ist warm, es wird Sommer hier. Gleich schwimmen wir weg, wie du. Also hier ist es gerade mal trocken, aber das Stecken umspült, lassen die uns allein. Chaosprophetin, ja. Aber wir schwimmen ja mit euch mit. Ich weiß nicht, Olli muss was Wichtiges machen. Und wenn er so weitermacht, dann kann ich mein gleich aufgetautes Gemüse auch wieder wegwerfen. Ist ja widerlich. Mit Sommer. Es ist gut, wie es ist. Eishai, ja, ist es auch. Also, ich möchte auch keine 40 Grad haben. So ist es ja nicht, aber ich muss hier mal Luft reinlassen. Sonst taue ich wirklich gleich auf. Also mein Zeug, was ich da gekauft habe. Ganz schön warm hier drin mit deinen Jacken, ne? Ja. Hast du auch wieder deinen Pelzmantel an? Ich habe keinen Pelzmantel an. Ich bin heute Morgen losgewandert und es war kalt. Und dass es jetzt plötzlich einen Sommereinbruch gibt mit 35 Grad, wusste man ja auch nicht. War so nicht vorausgesagt. So, ich habe auf jeden Fall für Bol Reis gekauft für die nächsten Jahrtausende. Es wird lecker die nächsten Tage. Du weißt aber schon, wie man hier ein Fenster aufkriegt und so, ne? Nein. Mal hier 85.000 Mal habe ich hier die Knöpfe. Die Knöpfe kann ich nicht sehen, die sind so weit weg. Da sitzen meine Möpse drüber. Da sind zwei Knöpfe. Links ist mein Fenster, rechts ist dein Fenster. Ja. So, jetzt machen wir dein Fenster runter.
Links ist mein. Ja. Aber oder es muss ja nicht bis und zum jetzt Anschlag machst du wieder hoch, runter. Wenn du nur mal das mal gemacht hast. Mama, das hier ist der Knopf. Was ist denn los? Ja, aber es geht doch immer wieder runter. Drückst du einfach nach oben. Ah. Und weißt du, was das krass ist? Das habe ich dir schon viermal gezeigt oder so. Das gibt mir jetzt zu denken. Ja, solltet ihr auch. Ich werde mal einen Test machen lassen. Glaube ich auch. Ich bin übrigens dein Sohn. Ach, seit wann? Boah, musste mir das passieren? Ja, weiß ich auch nicht. Hätte man das nicht anders machen können? Willst du jetzt das Fenster ein Stück runter machen? So, wenn gleich der nächste Tag, als der Regen kam. Knöpfe sind nicht selbsterklärend, Sivox. Auf den Knöpfen steht das drauf, mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Das kann ich aber nicht sehen. Ich weiß auch nicht, warum da unten ihre Möpse sind. Ich habe keine Ahnung. Weil die im Alter nach unten rutschen. Ja. Mann. In die Mittelkonsole, oder was? So quasi. Mhm. Wenn sie einfach so gucken würde, würde sie es halt sehen. Tut sie aber nicht. Guck mal nach rechts. So, nein, nach links. Guck mal nach links so. Siehst du da die Knöpfe? Ja. Wenn du jetzt nicht deinen Wintermantel anhättest. Radio nicht anmachen kann, wenn der Wagen aus ist, wundert mich. Chaos-Prophetin Free-Engel, ja, lacht mal. Wird euch auch noch vergehen. Also noch nicht mal der Lidl hier um Ecke da vorne ist so toll aufgeteilt, wie da, wo wir der jetzt schon ja zum zweiten Mal waren. Der Laden um die Ecke ist übrigens ein Penny. Just saying. Den meinte ich nicht. Aber wenn du doch da rumfährst jetzt. Ja, aber da waren wir noch gar nicht drin, seitdem wir das umgestellt haben. Vielleicht sieht er genauso aus. Haben die denn alle Lidls umgestellt, aber am Bahnhof nicht? Also wir waren jetzt in zwei Stück drin und die sahen beide haargenau gleich, aber wirklich ja, vielleicht waren wir gestern in dem schon drinne gewesen. Nein, ne? Waren wir nicht. Aber sowas von gleich. Macht ja auch Sinn. Da muss man nicht immer suchen. Ist ja schon beim Mediamarkt heute Morgen gesehen. Du bist ja nicht jeden Tag im Mediamarkt und kriegst die Veränderungen mit. Nein. Man ist schon ein bisschen. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Saturn eigentlich. Ja, aber ich muss erst meine Tiefkühlsachen wegbringen. Dann bring du deine Tiefkühl. Dann fahren wir jetzt erst bei dir vorbei. Gaul, wo geht zum Glück. Ist das so ein regionaler Laden, dieser Penny? Sivox. Ja. Ist das eigentlich wie bei Mediamarkt und Saturn? Sind Lidl, Penny und Aldi auch eins eigentlich? Nein. Das sind zwei Brüder bei Aldi. Das sind zwei Brüder, Paul Penny und Ludwig Lidl oder was? Und Penny weiß ich nicht. Und Lidl ist auch für sich. So wie DM und Rossmann. Klingelt's bei dir? Ständig. Wahrscheinlich versucht gerade jemand meine Mutter anzurufen, sie rafft's wieder nicht. Und ich. Penny gehört zu Rewe? Okay. Macht für mich auch schon wieder gar keinen Sinn. Ne? Aber gut. Also da steht gerade bei mir eine kurze Hitzewelle, deutet sich an. War die das jetzt? Von wann bis wann denn? Ja, das steht ja nicht dabei. Das wissen Sie. Das war die gerade, die wir erlebt haben. Du meinst die Lücke zwischen den zwei Wolken? Ja. Ups. Einfach mal nach oben gucken. Ne? Auch geil. Die Leute gehen einfach über die Straße, gucken auf ihr Handy. Die gucken nicht mal mehr nach links oder nach rechts. Es ist denen einfach egal. Geil, oder? Das ist auch super. Kann ich das ja mal zeigen? Da. Lass ich einfach mal den LKW da stehen und schließe ihn ab und geht zu Burger King. Ja. Der Typ geht.
echt zu Burger King. Mein Gott, kann ich da was für oder was? Dass der Typ hier... Der kann doch nicht einfach den Wagen hier stehen lassen. Geil. Ist ihm scheißegal. Ja, dann. Ach so. Ja. Mach dir keinen Stress, ich warte. Ja, okay. Komm mal her. Komm her. Griff. Komm her. Wieso geht er nicht zu McDo? Da gibt es ja einen Big Mac, weil zu wenig Soße drauf ist, hat die Elfe gesagt. Also, wie gesagt, ich sehe immer Verschwörungstheorien und sowas. Und ich kann euch nur sagen, man könnte auch einfach sagen, das Brot ist frisch und kleiner. Das ist alles. Da ist nicht mehr Soße drauf oder so. Das Brot ist einfach, die haben noch mehr Geld eingespart und das als neu verkauft. So kommt das für mich rüber. Aber da ich den Big Mac liebe, ne, und ich auch immer noch nicht weiß, warum sie die Soße nicht verkaufen, ist das für mich völlig okay. Ist eh alles viel zu teuer. Es ist eh alles voll zu teuer. Alles so. Es ist so enttäuschend, ne? Wenn man genau gedacht hatte, was passiert und es dann wirklich eintritt, obwohl man gesagt bekommen hat, nein, keine Sorge. Wenn es vorbei ist, erzähle ich es euch. Aber ein Tipp von mir, holt euch nie ein Geschäftskonto in Frankreich. Doch. Oder Bankkonto. Moin Olli, mein Freund, 25 Monate. Moin und vielen Dank. Nee, keine Angst, Brot ist etwas kleiner, andere Mischung und es ist wirklich mehr Soße drauf. Ah, okay. Cheetah Paul, schönen Gruß vom Bettler. Ich frage mich gerade, ob es das nicht vielleicht schon macht, wenn das ein bisschen kleiner ist, weißt du? Man muss ja immer, wenn die 5 Gramm Brot sparen, ne? Wie viele Millionen Big Macs die am Tag raushauen, wie viel Kohle das ist, die sparen, ne, ist schon klar. Aber das mit der Soße finde ich halt total geil. Also, das ist ja, das, lass es doch, ich habe es verstanden. Was denn? Manchmal muss man Leute ein bisschen ärgern. Das finde ich schon wieder schön. Ja, und auf dem Handy. Komisch. Paddy, moin. Alles fit. Wie gesagt, ich ärgere mich gerade. Ich habe gerade... Mein Geschäftskonto, ich hab ja mein Geschäftskonto bei dieser Bank in Frankreich, dieses Konto, Q-O-N-T-O oder so ähnlich. Und ich hab so lange mit denen gesprochen und habe mich dann breitschlagen lassen, da das Konto zu machen, weil die mir versprochen haben, das läuft so ab, das läuft so ab. Und jetzt habe ich dann nur Stress und jetzt hat sich endlich einer gemeldet nach einer Woche. Und sagt mir, ja, dann kündige doch das Konto, dann ist doch völlig in Ordnung, ne? Aber erst musst du die ausstehenden Gebühren bezahlen, wenn du dein Geld wiederhaben willst und das Konto kündigen willst. Und die ziehen mir für ein Konto, was ich eigentlich nicht benutze, irgendwie wollen die 80 Euro Gebühren haben für jetzt mittlerweile 5 Monate. Das war so nie abgesprochen und die bezahle ich halt einfach nicht. Alles Abzocker, finde ich. Naja, ja, Carsten, das ist ja so, ne? Wenn du eine Firma gründen willst und die anmelden willst in Deutschland, dann brauchst du ein Geschäftskonto. Und wenn du von allen deutschen Banken kein Geschäftskonto bekommst, weil du irgendwie noch alle möglichen Sachen eingetragen hast in deiner Schufa und so, ne? Auch wenn alles erledigt ist und alles positiv ist und die sagen, nee, das ist uns zu risikoreich, dann ein Pluskonto, dann musst du ja irgendwoher ein Konto kriegen. Aber was ich nicht wusste ist, bei den Zahlungsmöglichkeiten und bei PayPal und so und
Wenn das der Fall ist, dann kannst du sogar ein privates Konto als Geschäftskonto angeben. Und das mache ich jetzt einfach. Aber jetzt muss ich mich halt... meine das mit den 80 Euro? Ja, du kannst halt am Anfang buchen, ein Paket buchen. Ne? Also du kannst einfach nur Gebühren zahlen. Ich glaube, das wären dann 2,50 gewesen. Da musst du dran denken, das ist eine französische Bank. Ne? Und dann kannst du dir aussuchen, irgendwie 5 Euro, da sind dann so und so viele Überweisungen mit drin. 10 Euro, da sind so und so viele Überweisungen mit drin. Ansonsten kostet jede Überweisung 50 Cent. Und glaub mir, das kostet es auch bei der Sparkasse. Geschäftskonten sind halt alle ein bisschen anders. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Wenn du kein Multimilliardenunternehmen bist, dann geht somit das meiste Geld an Gebühren an die Bank. Weil die können es halt machen. Naja, wie dem auch sei. Und dann gibt es halt ein super Premium-Paket. Das kostet 80 Euro. Du hast 4 Unterkonten. Du hast eine super Kreditkarte aus Platinum. Du kriegst im Monat, was weiß ich, 3-mal Urlaub und 5 leichte Damen nach Hause geschickt, mit denen du Sex so ungefähr. Und das nimmt halt kein Mensch. Und irgendwann kann ich das Konto nicht mehr benutzen irgendwie, oder ich will drauf gucken und ich habe keinen Zugriff. Dann schreiben die mir, sie haben ihre Gebühren nicht bezahlt und wir dürfen das ja nicht abziehen von ihrem Konto. Habe ich gesagt, was? Und da wollen die mir halt jetzt verkaufen, ich hätte das damals gebucht, das habe ich aber nie. Und dann hat das jemand geprüft und der hat mir auch recht gegeben. Und dann war jetzt Ruhe irgendwie und dann dachte ich, es läuft alles. Und jetzt, 4 Monate später, kriege ich, wir können ihre Gebühren nicht abbuchen. Und jetzt habe ich gestern geschrieben, mir langt's. Ich kündige. Wie sieht's aus? Und jetzt hat er ich habe letzte Woche schon geschrieben, danach geschrieben. Und gestern habe ich geschrieben, mir langt's jetzt, ich kündige. Hiermit sofort. Und dann, jetzt hat mir gerade einer geschrieben, es tut ihm total leid für meine Unannehmlichkeiten. Natürlich könnte ich kündigen, aber erst müsste ich die Ausstände bezahlen. Und dann könnte ich auch wieder an mein Geld. Früher waren es 2x10 Milliliter, jetzt sind es 2x15. Wird mit einer Kartusche gedrückt, nicht frei Schnauze per Hand. Ja, das sind diese Dinger, ne? Und das Brot wird nicht billiger, weil es kleiner ist. Naja, es hat weniger, ne? Wenn du weniger Brot brauchst. Also, das macht zumindest für mich Sinn. Wenn ich weltweit am Tag, keine Ahnung, 5 Tonnen weniger Brot raushaue, dann ist das billiger, oder nicht? Auf jeden Fall, was mir halt aufgefallen ist, ist, wenn das Brot einfach nur kleiner geworden ist, dann kann es auch gleich viel Soße sein, aber die Soße ist halt einfach super geil. Und das Brot ist einfach fluffiger. Gibt ja auch Leute, die mögen das überhaupt nicht, so fluffige Burger. Ne? Gibt ja Leute, die mögen nur, wenn das Brot hart ist und so. Ne? Kojak, ich habe keine Ahnung. Weil ich den damals halt, das war die Sache halt, ne? weil ich halt Schiss hatte, dass irgendwas in die Hose geht, habe ich denen halt gesagt, ich möchte aber nicht, dass ihr Zugriff auf mein Konto habt. Dass ihr euch einfach Sachen abbuchen könnt. Und das erscheint das ist anscheinend auch richtig. Dass ich das gemacht habe. Aber McDonald's kauft ja das Brot vom Bäcker. Naja, machen die das nicht? Die machen doch eigentlich alles selber, oder nicht? Naja, ist auch egal. Also ich hoffe mal, dass ich das Konto jetzt einfach schließen kann. Dass ich dann mein Geld zurückbekomme. Und dass dann alles okay ist. Fertig. Da rollt Muttern zurück. Du packst das, ich pack alles halt, ne? Wie gesagt, Revolut mache ich mir ein Konto, das geht. Oh, jetzt schreibt er mir gerade wieder zurück. Oh. Wenn Sie sich entscheiden, das Konto zu schließen, werden alle ausstehenden Gebühren entfallen. Hauptsache, Ihr Kontostand bleibt weiterhin bis Monatsende bei Null, dann wird die Schließung nämlich passieren. Ihren Plan bzw. die Gebühren können Sie nur bei der Kontoeröffnung einrichten. Wir können dies nicht beeinflussen. Ich habe schriftlich, dass mir jemand gesagt hat, dass Sie das anders machen. Ja, geil, dann werde ich heute direkt mein Konto kündigen, bis Ende des Monats.
Und dann ist Feierabend. Geil. Bei wem? Ja, dieses Geschäftskonto, was ich in Frankreich abgeschlossen habe, das war eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Ich hoffe nur, dass ich mein Geld zügig dann daraus bekomme, von dem Unterkonto, wo das drauf liegt. Das ist so undurchsichtig und mies gemacht. Ich glaube, ich bin nur darum gekommen, weil ich halt gesagt habe, nein, ich gebe euch nicht die Erlaubnis, von mir Geld abzubuchen. Nur deswegen. Wirst ihr hoffentlich Basic oder Smart gewählt haben. Für 11 oder 23 Euro, nicht Premium, für 45 Euro. Du meinst bei Konto? 80 Euro wollen die von mir haben. 80. Ich habe das Niedrigste genommen, was ging. Ja, wie gesagt, irgendwie kam ich habe keine Ahnung. Also ich habe mit denen ewig lang hin und her gesprochen, weil ich mir genau solche Gedanken gemacht habe. Ich verstehe auch nicht, warum die von mir, es sind sogar mehr als 80 Euro, irgendwie 85 Euro oder so. Weil irgendwie man mir Unterkonten gegeben hat und für die Unterkonten musste ich auch bezahlen und so ein Blödsinn halt alles. Und ich wollte das alles gar nicht haben und habe das auch nie bestellt und anscheinend haben die das jetzt zurückgesetzt und ich werde das jetzt einfach machen. Du weißt, dass du das Fenster zumachen kannst, ne? Ich habe dir gerade gezeigt, wie es geht. Krass. Hör ich das an? Rosi kann Fenster zumachen. Bei kleinen Kindern, die muss man überleben. Das hast du toll gemacht. Schönsten Mittelfinger in Essen. Mein Auf was hast du denn Hunger? Weiß ich nicht. Wäre jetzt auch das erste Mal gewesen, wenn du jetzt sofort gesagt hättest, ich hätte gerne einen Burger. Nee, einen Burger möchte ich nicht. Ich würde gerne zum Chinesen. Ich würde gerne zum Chinesen. Möchtest du gerne zum Chinesen? Ich würde auch zum Chinesen. Ja, dann lass uns doch was essen. Wir können auch da, ja, das können wir machen. Zum, was das Bistro da heute hat, weiß ich nicht. Was die Weststadt-Bistro hat, weiß ich auch nicht. Da müsste ich nachgucken. Die Engel. Fünf Klingenschwert fragt, wer hat was bestellt. Keine Ahnung, was er meint. Gleich noch Knopf gedrückt und Elfe geliebt aus dem Auto. Fliegt heißt das. Und Elfe fliegt aus dem Auto. Ja. Warum sollte sie das tun? Weil ich die falschen Knöpfe betätigt habe. Als ob ich einen Schleudersitz hätte. Ja. Für mich extra angefertigt. Elfe, warum nicht Losteria? Mutter hört wieder nichts, was ich sage. Warum nicht Losteria? Ich habe... Chatsucht. Das ist mir eigentlich... ich finde die Pizzen da einfach nur zu groß. Ich kann gerade eine halbe essen. Den Rest kannst du ja mit nach Hause nehmen. Ach, was soll ich denn immer eine halbe mit nach Hause nehmen? Die liegt dann da rum und ist... Nee. Möchtest du denn gerne zu Losteria? Ich habe das Wort nicht mal in den Mund genommen. Jemand im Chat fragt dich, warum nicht Losteria? Und jetzt komme ich wieder. Ich dachte, du wolltest es zum China machen. Wieso kannst du nicht einen... Was möchtest du, Mama? Mama? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, ein Kantenbrot oder so, dann... Das ist ein Kantenbrot. Also, was möchtest du denn?
Ich würde schon zum Chinamann gehen. Na also, dann gehen wir doch zum Chinamann. Zum Inder möchtest du nicht so gerne. Das ist mir nur, habe ich jetzt nur gesagt, weil der da gerade ist. Inder ist super fettig, finde ich. Und das Einzige, was ich da bis jetzt essen musste, weil Felix beim Inder bestellt hat, war Butterchicken. Und das schon zweimal. Und das ist lecker, aber das ist immer so tierisch fettig. Einfach. Einfach gehen. Einfach gehen, Leute. Hier, es ist kein Zebrastreifen und so, aber einfach gehen. Ist egal. Und das... Dieses Lofteria in dem Löwen. Aber es war sonst okay, lecker. Ja, vorwärts reinfahren. Geil. Also die Pizzen haben schon... Aua! Das war mein Finger! Kannst du da mal ein bisschen aufpassen? Hier bei dem Ding da. Wo ist denn jetzt der Anmacher von... Da! Sag ihm mal, das geht so nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Aber ich sag ihm mal, dass das so nicht geht. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Finger da drin halb abgerissen. Hier wo drin? Beim... Als du dich abgeschnallt hast, oder was? Hast du dir den Finger halb abgerissen? Ja. Sofort Mercedes verklagen. Endlich. Oh, wir werden verfolgt. Nee, doch nicht.